Beim zweiten Versuch klappt's. Bei meiner letzten Fahrt mit dem Eurocity Berliner vor ein paar Tagen gab's leider kein Bordrestaurant. Da war ich ziemlich geknickt, weil ich weiß, was das für ein schönes Erlebnis ist. Bei meiner Rückfahrt heute ist eins dabei und deshalb können wir uns das gemeinsam anschauen. Das Menü ist ziemlich groß. Es gibt leider vor allem Fleisch, nur ein paar vegetarische Alternativen. Es gibt aber eine Besonderheit. Wenn der Zug in Tschechien fährt, gilt eine Happy Hour und dann sind alle Preise nochmal deutlich günstiger. Jetzt auf der Strecke von Dresden Richtung Hamburg muss ich leider die höheren Preise zahlen. Ich habe mich entschieden für einen Lendenbraten mit böhmischen Knödeln und dazu Preiselbeeren. Die Soße ist einfach der Hammer, kann ich wirklich nur empfehlen. Während ich auf den Nachtisch warte, kann ich aus dem Fenster schauen und den Blick schweifen lassen. Und hier kommt mein Palatschinken mit Schokolade und Schlagsahne. Das Essen und das Erlebnis waren klasse und besonders gefreut hat mich, dass ich mit Kreditkarte zahlen konnte.